am Schwitzen. Von dem ganzen Rumgerenne und Rumgeräume. Ich habe hier nämlich alles freigeräumt, damit ich diese große Leinwand hier gleich aufspannen kann. Und da sind erstmal die beiden Kommoden weg. Und ja, ich brauche den Platz einfach. Also müssen die jetzt erstmal woanders hin. Jetzt geht's los. Ich habe jetzt hier ganz lange Leisten. Hier, das hier ist zum Beispiel 2,20 Meter. Und eine passende Zwischenleiste. Die Leisten haben immer eine Seite, die so ein bisschen gewölbt ist und eine Seite, die Rückseite, die glatt ist. Und diese gewölbte Seite, die soll nach vorne. Da kommt die Leinwand drüber. Dann habe ich hier 1,80er Leisten. Selbes Spiel, das ist die kurze Seite von dem Gemälde, was sehr riesig wird. Und davon habe ich zwei Zwischenleisten. Also von den großen 1,80er habe ich zwei Zwischenleisten. Die sind immer ein bisschen kürzer geschnitten. Logischerweise, weil die ja innen drin in den Innenrahmen sozusagen reinpassen müssen. Bei so einem großen Bild habe ich mir hier komplett den Raum freigeräumt. Ich hatte hier eigentlich links Kommoden stehen und die sind jetzt erstmal woanders hingekommen. Im Flur und ins Wohnzimmer habe ich die. Ich mache es immer so, dass ich mir die lange Leiste erstmal so aufrecht auf den Boden lege oder so festhalte und dann eine von den kürzeren Leisten. Das ist natürlich bei dem großen Rahmen recht umständlich. Die mit so ruckartigen Bewegungen einfüge, so dass man dann hier so eine Art L hat. Also hier sieht man, ne, das L, dass es in der L-Form ist. Man muss es anlehnen, sonst schafft man das hier mit den Zwischenleisten nicht. Diese Aussparung hier in der Mitte, das ist der Ort, wo dann die entgegenkommende Zwischenleiste reingefügt wird. Das ist hier so eine Aussparung und dann fügt sich das so ineinander, ohne dass man halt Schrauben oder so. Und die kommt mit der glatten Seite hier jetzt in den einen unteren Schlitz. Es gibt eine bestimmte Größe von Keilrahmenleisten, die mit zwei Schlitzen unten kommen, weil das halt für die Stabilität besser ist, wenn der Keilrahmen zwei Schlitze hat und zwei Zwischenleisten auf die lange Seite kommen. Weil bei solchen riesigen Bildern leidet halt auch sonst die Stabilität ein bisschen runter. So, füge ich da auch mit so ruckelnden Bewegungen ein. Steht alles so von sich aus. Ne? Dann die zweite Zwischenleiste kommt in die zweite Schlitz hier. Zack. Dann haben wir hier eine Zwischenleiste in 2,20, 2,20 Meter, die hat zwei von diesen Aussparungen. Das ist vielleicht auch gut, wenn das zu zweit gemacht wird, weil dann kann einer die Seiten zum Beispiel halten, während der andere das da einfügt. Dann habe ich hier eine von den langen Leisten. Mit einer Hand führe ich das immer so ein bisschen und ruckel das hier rein. Mit der anderen Hand halte ich die Leiste fest und kommt es hier in die Schlitze rein. Hier und da. Man muss halt ein bisschen aufpassen, sonst fällt einem das ganze Ding entgegen, gerade bei so einem großen Keilrahmen. Ja, man sieht wunderbar, dass jetzt eigentlich nur noch eine Seite fehlt. Ich werde den Keilrahmen jetzt so aufrichten, dass die Seite nach oben zeigt. Dann werde ich das mit einer Leiter machen, den Rest, weil ich nämlich da sonst nicht rankomme. Ich füge nämlich die Leisten immer gerne von oben so rein, ne, weil ich ja diese Zwischenleiste hier habe und dann muss das da so rangemacht werden. Hier wieder mit so ruckelnden Bewegungen, so auf und abwärts. Bewegungen, dann kriegt man das da auch rein, ohne dass man das mit dem Hammer irgendwie reinhämmern muss.
nachgucken, dass es auch im rechten Winkel alles ist. Aber ich habe das hier auch schon nachgemessen, also da ist alles top. Und man sieht das dann auch manchmal so bei den Parkettleisten, ob das gerade ist oder nicht. Ich habe hier meinen Handtacker, damit tacker ich jetzt so ein bisschen die Ecken fest, einfach damit es nochmal mehr Stabilität bekommt, das Ganze. Und nicht in sich zusammenfällt, wenn man die Leinwand aufspannt, sondern dass das wirklich richtig sturdy ist. Da mache ich dann immer zwei von den Klammern rein. Ganz genau über diese Ritze. So, wenn dann die Leinwand aufgespannt werden soll, dann muss der ganze Rahmen erstmal wieder aufgestellt werden, weil sonst haben wir ja keinen Platz für die Leinwand. Wenn ihr die Leinwand hier ausrollt, sollte auch der Boden gesaugt sein, sodass da keine Körnchen oder so sich so durchdrücken durch die Leinwand, damit dann alles schön glatt ist. So, also die Leinwand liegt jetzt auf der richtigen Seite. Ne? Das hier ist die glatte Seite vom Keilrahmen, die kommt nach unten, also das ist die hintere Seite, die Rückseite von der Leinwand. Und hier wird das dann fertig getackert. Da habe ich auch noch mal ein separates Video, da könnt ihr mal reinschauen. Da zeige ich euch explizit, wie ich die Leinwand aufspanne. Ich werde jetzt hier erstmal die Leinwand ein bisschen präparieren und fertig machen. Und dann werde ich das Bild malen.